Schöne Ostern allen. Wir gehen arbeiten, damit das Finanzamt sich freut. Das ist so. Der Rest gehört uns. Damit können wir machen, was wir wollen. Die meisten machen ja, was sie machen, weil sie ja nicht so viel Geld haben wie andere. Sie schauen ja jeden Tag zu, wie die Reichen reicher werden und was die Reichen so jeden Tag im Fernsehen so machen. Die Namen brauche ich gar nicht nennen, denn ihr braucht ja nur RTL und Co. anschalten. Dann seht ihr ja, was die Reichen so machen. Die kaufen sich ein T-Shirt für 1800 Euro für so ein Kind, was gerade da wieder rauswächst oder haben eine Yacht oder sonst was. Oder lachen da und schreien Robert, ne? Isler. So, das schaut ihr euch jeden Tag an, deswegen sage ich einfach nur fröhliche Ostern. Besinnlichkeit, Karwoche und Fisch essen. Das ist Ostern oder Lammbraten, ne? Okay, ihr wisst schon, so richtig deutsch sein darf man ja nicht mehr. Ich habe auch keine braune Kutte an, ich habe auch keinen Trieb drauf, irgendwie da mich in die Geschichte zu involvieren oder mit der Geschichte zu leben. Ich bin geboren worden in Deutschland, ich lebe in NRW, im Ruhrpott, im Ärmsten mittlerweile. Und soll ich mich aufregen? Nee. Dieser Videoclip heute, Medienkanzler Videoplausch, hat natürlich nur einen Grund. Erstens, euch allen tolle Ostern zu wünschen. Der Medienkanzler hat nur zweimal im Jahr Urlaub. Einmal zu Ostern, deswegen freut er sich heute, diesen Videoclip machen zu können. Und einmal zu Weihnachten. Ja. Ja, ist so. Selbstständige sind selbst und ständig. Von Urlaub ist da keine Rede. Ist eben so. Und wir sterben ja sowieso aus. Wir sind ja aussterbende Rasse. Ja. Und deswegen können wir ja auch so ein Video machen. Und wem das gefällt und wer zuhört und versteht, worum es geht, der versteht auch sein Umfeld. Zum Beispiel, wenn man 60 oder 70 ist, Mahlzeit. Aha! So, mein Redefluss wurde unterbrochen, weil ich mache ja Videoclips als Videobeitrag einfach so spontan. Die Kamera ist immer an, kann nicht immer alle zeigen, weil gewisse Schauspieler nicht gebannt werden ohne Maske. Ist klar. Es hat mich natürlich tierisch gefreut, dass Frank Wendler da war. Haben wir ja auch einen Videoclip gemacht. Jetzt machen wir natürlich nicht ständig ein. Also es ist Ostern und keiner geht hin. Natürlich gehen alle hin. Viele, viele bunte Eier wünsche ich allen. Ne? Alle Männer, kocht sie nicht. Das tut höllisch weh. Und die Farbe möchtet ihr nicht. Ne? So am Rande. So ein Joke muss ja auch mal sein. Also eins ist doch klar. Wir verrohen immer mehr. Ich sehe gerade hier ein Video, wo einer zermatscht wird, irgendwo, keine Ahnung, irgendwo in Russland, weil die russischen Autofahrer, ne, die Russen haben ja Kameras an ihren Autos, an ihren Fahrzeugen und man sieht deren Unfälle. Und wenn man so einen Unfall sieht, wenn so ein Mahlzeit, mein Redefluss wird ständig unterbrochen, aber ich habe heute Lust, vor der Kamera einen Lauten zu machen. Einen Lauten der verrohten Gesellschaft. Verrohung. Ja, nicht nur das, Verrohung und auch Verdummung. Es kann doch nicht sein, nur um 10.000 Punkte zu bekommen, ja? Ich hatte hier ein paar, 70 Jahre alt, wegen 10.000 Punkte sind die nach Rewe gefahren, ja? Um den Einkaufswagen voll zu machen, haben für 150 Euro eingekauft, 70 Jahre alt, nach Hause gefahren, haben die Kühlschränke und die Kühlaggregate auf volle 5 gestellt und dann alles voll gemacht. Jetzt kommt nicht, juhu, jetzt haben sie genug zu essen. Meine lieben Freunde, wenn man 60, 70, 80 Jahre alt ist, dann isst man nicht mehr so viel. Aber glücklicherweise haben sie 10.000 Gummipunkte gesammelt bei Rewe. Yippie-yay. So sind wir drauf. Wir sind wirklich drauf. Ich hätte halt gerade hier eine 80-Jährige, die sagte auch, ja, Rouladen sind im Angebot. Ich habe mich gerade gefragt, soll ich mir die Rouladen kaufen? Ich habe aber in den Kühlschrank geguckt. Es reicht. So, ja, sie rennt jetzt nicht hinter die Punkte her. Dann hätte sie nämlich die Rouladen gekauft, die erstens günstiger angeboten und zwei, drei extra Punkte an der Kasse gibt. Prepaid. Ne? Prepaid-Punkte. Wir sind ja eine Prepaid-Gesellschaft. Wir sammeln ja Punkte. Wir sind sowas von verrückt. Ihr merkt, ich nicht. Nee, der Medienkanzler nicht. Die Medienkasse ist eine Tante Emma der alten Zeit, eine elektronische Tante Emma der alten Zeit. Hier könnt ihr alles machen, was euer Smartphone auch kann. Und ich wette jedes Mal, wir sind günstiger. Ne? Unsere Maschinen sind ja an und wir sind günstiger. Ja, und wenn ich so eine Verrohung sehe, so wie, ja, so wie in Russland da, ist gerade einer umgenietet worden. Das könnt ihr natürlich alles sehen beim Sondersender Nordrhein-Westfalen. Mahlzeit, hallo. Mahlzeit. Ich krieg das Ding mal aus hier. So.
Vergiss doch. Ich komme sofort. Hier will was nie ausgehen. Ah, die Kamera wollte nicht aus. Ist klar, heute ist Taubenschlag. Taubenschlag. Jetzt habe ich eine tierische Idee. Mach einen Videoclip. So ein Videotagebuch. Ja, ihr seht, hier ist richtig was los. Und ja, so. Ich versuche ja auch deswegen so schnell zu sprechen. Nicht wie Gisela Schlüter in den 60ern. Ne? Gisela Schlüter in den 60ern. Die hängen nämlich hier alle in den Räumen. Alle. Ne? Ja. Jetzt versuche ich mal zu bremsen, mal schauen, ob ich jetzt Zeit habe, Luft zu holen. Also noch einmal, ihr könnt alles bei Facebook unterm Sondersender NRW TV euch das anschauen, wovon ich gerade spreche. Ja, habe ich gerade veröffentlicht, die Verrohung, da ist einer verunfallt, den hat man einfach liegen lassen. Warum, weiß ich nicht, aber andere Länder, andere Sitten. Da sind wir auch beim Endthema. Wir werden ja auch momentan überrollt und ich weiß auch nicht, was das soll. Politiker, da habe ich persönlich kein Vertrauen zu, weil das sind alles Firmen, die mir was verkaufen wollen, nämlich nichts. Ich arbeite in Wirklichkeit, wie jeder andere auch, damit das Finanzamt lebt. Das Finanzamt lebt durch uns, weil wir ja arbeiten, damit die leben. Ja, ist so. Wir sind ja am Geben. Und wir als Arbeitgeber geben ja nur. Wenn ich zur Bank gehe, dann gebe ich ab. Und die Angestellten gehen dann hin und holen sich das ab. So funktioniert unser System. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Und ich bedanke mich immer, wenn welche zugeschaut haben, so wie jetzt auch. Medienkanzler und sein Videotagebuch. Ich versuche auch immer, es auf eine Art schön zu gestalten, damit ihr auch was fürs Auge und für den Ton habt. Ja, mehr kann ich nicht machen. Also willkommen beim Videoplausch mit eurem Medienkanzler. Und irgendwann, ja, sobald alles fertig ist. Ich muss warten. Ja, viele Fragen und Fragen. Ich muss warten. Das VR kommt, die Kunden freuen sich drauf. Ende des Jahres, die Räume werden hergerichtet und Ende des Jahres werden die dann eingerichtet. Und dann kann man VR. Zuerst kommt PlayStation mit der PS4 und dann schauen wir mal, wie das mit VR weitergeht. Welche Firma da, ob die Riff oder ob die andere oder eine ganz neue. Denn VR kommt ja jetzt. VR kommt. Man sollte im Jahre 2016 sich noch gar nicht für irgendetwas entscheiden, weil erstens viel zu teuer für zu Hause, deswegen bieten wir das als Firma an. Man kann es bei uns in unserer Firma dann testen im VR-Room. Wir denken uns noch eine Menge aus. So, mehr geht nicht. So, und jetzt unterstützen wir erstmal Trish ja Galore. Und wenn er genau hinhört, wird auch diese Videogeschichte wieder durch unterbrochen, weil wir leben ja momentan in diesem sogenannten Thema. Ne? Thema Asyl, Mahlzeit, ich komme. Da doch heute ein Taumenschlag ist, rein raus, Mickey Maus. Ich wünsche euch alle wunderschöne Ostern, keinen Stress. Wir erleben uns dann nach Ostern wieder. Und das war's. Euer Medienkanzler geht jetzt auch in die Ostern, spielt jetzt mal mit der Kamera hier, deswegen bewegt er die Finger. Oh ja, mal gucken. Mach mal hier, ob es klappt, weiß ich nicht. Ansonsten seht ihr halt einen leuchtenden Finger hier. Ich mach das jetzt einfach mal so. Mal gucken, ob ich nicht dabei herauszauber mit dem Finger. Ja, man kann so viel Blödsinn machen, das gibt es ja gar nicht. Ne? Die Welt ist ja bunt und wir sind bunter. So, ich schließe jetzt. Schöne bunte Eier. Viel, viel Spaß. Schönen Urlaub oder keine Ahnung. Ich freue mich. Zweimal im Jahr Urlaub, Ostern, Weihnachten und jetzt ist es soweit. Und Videotagebuch seht ihr ja selber. Der Medienkanzler hat heute Stress und in dem Stress ist er froh, wenn gleich die Tür wieder geschlossen und er endlich in die Ostertage gehen kann. Und ich, ja, wir erleben uns bei Facebook, beim Sondersender, dann. Da fällt mir sicherlich irgendwas ein, okay? Bis dahin, Tschüssikowski. Ucom TV. Das ist Deutschlands erster und einziger User-Created-Content-Fernsehsender im Kabel und über Satellit und wird europaweit in mehr als 32 Millionen Haushalte ausgestrahlt.
Unsere Geschichten sind aus der realen Welt. Produziert von den Usern für die User. Du gestaltest das Programm. Du entscheidest, was ins Fernsehen kommt. Du bist TV. Eigenproduzierte Musikvideos, Actionclips, Fun and Comedy und Kinofilme. Mehr als 3/4 unseres Programms wird von den Sehern produziert. Wir nennen es User Created Content. Du bist Macher, Regisseur und Seher in einem. Das Fernsehprogramm wird maßgeblich von dir bestimmt. Be part of YouCom TV and share your ideas with us. Welcome to the world.